Hallo und willkommen zu einem Video, seit langer Zeit mal wieder. Heute machen wir ein Let's Survive im WarGear V5 Part Nummer 2, weil wir haben schon mal im Dezember 2012 ein Let's Survive gemacht hier im V5 drin und da erinnern sich wahrscheinlich noch 2000 Leute unter euch so daran noch. Und weil das sehr gut ankam bei euch, also weil es auch sehr viele Likes bekommen hat, ich wollte schon Dislikes sagen, haben wir uns beschlossen, einen weiteren Teil zu machen. Und dazu bin ich natürlich nicht alleine, sondern die dreimal dürfte raten, der Alexander ist auch noch da. Ja, natürlich, ganz klar. Geht ja sonst gar nicht. Ich möchte das nochmal erklären, ganz kurz, worum es hier geht. Und zwar ist das eine Kampfmaschine, das nennt sich WarGear. Das ist so von uns inspirierte Reihe in Minecraft mit so Kampfmaschinen. Und die haben ganz viele Kanonen drin und so. Es gibt eine Brücke und man hat eine Infrastruktur da drin. Und was wir jetzt machen ist, wir setzen Lava oben drüber und das Lava-Verhalten in Minecraft ist so, dass sich das überall hin ausbreitet. Und wir haben das hier alles ersetzt, das war mal Endstone, das weiße hier. Und das ist jetzt Wolle und die Wolle ist extrem brennbar. Und dadurch frisst sich das rein, es fängt alles an zu brennen und es wird immer enger und deshalb ist es für uns ein Überlebenskampf dann. Es beginnt ganz harmlos, aber es endet fatal. Das ist wie bei Poseidon. Genau, wie in Poseidon. Der Film war sau cool. Wo das Schiff kippt und dann wurde das so irgendwie zum Dungeon-Tempel. Das war so Indiana Jones-like. Echt, das war hammergeil. Hammergeil. Also mir hat der Film gut gefallen, auch wenn es so 0815-Film war, genauso wie der ganze Scheiß, der nachmittags irgendwie im Fernsehen läuft. Auf den besseren Sendern sage ich zum Beispiel mal keine Namen. Das sind so die amerikanischen Harzler-Sendungen. Ja, okay. Ja, ansonsten hätten wir jetzt schon ein bisschen was erzählt dazu. Wenn ihr dazu mehr Info haben wollt, dann könnt ihr auch euch den ersten Part anschauen und auch das Ganze hier downloaden. Also die Map findet ihr in der Beschreibung wieder. Und der Alexander geht jetzt rein in das WarGear und ich gehe währenddessen hin und wundere mich ein bisschen. Nee, ich gehe gar nicht rein, weil ich komme nicht rein. Das sind alle Shots zu. Hast du Essen? Rein, hast du einfach. Essen? Ich habe kein Essen, nee. Ja, ich du brauchst Essen. Aber noch. Ich muss nochmal einen Kackstift ziehen hier, weil ich weiß nicht, was da passiert ist, weil ihr seht die Blöcke, die waren mal hier, irgendwie ist das verschoben, keine Ahnung wieso. So, okay, ich bin drin. Gut, das reicht. Ah, das Wasser ist auch entfernt. Ja, super. Ich hab's entfernt, genau, ja. Schon Ewigkeiten her, dass wir das letzte Mal gemacht haben. Damals habe ich gesagt, wenn euch das gefällt, gebt ein Like auf das Video, dann machen wir sofort noch eins. Und dann, ja, das seht ihr mal, wie sich das dann entwickelt. Okay. Selbe Spiel ist auch bei WarGear V6 so. Ich meine, WarGear V5 ist jetzt schon irgendwie ein halbes Jahr alt oder so. Also es wird bald ein halbes Jahr alt und wir haben noch kein neues gebaut, sind aber dabei und dann klappt das hoffentlich bald. Shit. Ich habe das ein bisschen, ich habe einen Knick in der Optik. Okay, gut. Machst du das so, über die ganze Fläche? Nee. Okay, so klappt das. Ich setze die jetzt hier drauf, dann fließt das runter, breitet sich aus und so. Bist du auf Position, Alex? Nee, mach die ganze Fläche. Was? Mach's über das ganze WarGear. Das Lava ist über dem ganzen WarGear. Ja, so wird's ja sein. So wie das letzte Mal. So, Alex, geh auf Position oder ich lege jetzt einfach los und dann hast du Pech gehabt. Obwohl, eigentlich habe ich Pech gehabt. Ich setz mal die Lava. So, ich bin jetzt im Survival-Mode. Und vielleicht gehe ich diesmal gar nicht unten rein. Also Creeper, über den Eingang Creeper. Unten. Creeper, ja. Ich bin Creeper heute, okay. Kann man hier rein? Ah, du hast kaputt gemacht, okay. Ja, dann ändere doch mal dein Game-Mode. Stimmt, okay. Wow. Zack. So, ach komm, hopp. Alex, das muss nicht sein, oder? Wieso? Ich habe nur noch einen Lava-Eimer hier, ja? Du hast einen Pfeil im Fuß, unten an der Fußsohle. Da hast du einer. Ja, stimmt. Und einer im Nacken. Hammergeil, ey, echt. Ja, wolltest du mich hinrichten hier? Also so ein Pferd wäre jetzt auch gar nicht schlecht, ne? Ein Pferd? Aber das gibt's ja noch gar nicht. Warte mal, ich schau mir das mal. Oh. Also Alex, wir müssen da auch aufpassen, weil, also ihr seht, es beginnt harmlos, ja, wir machen uns darüber lustig und später wird das wieder wahrscheinlich so enden, dass ich das Notexit nehme und da Alex ist nebendran und flucht und so Kram. Hopp, hör doch auf damit, meine Güte, ich komme da jetzt nimmer hoch, oder? Doch, du kommst da hoch.
Leider. Das ist so, also total kindisch, Alex. Ach, scheiße. Ich wollte noch was machen, aber... Da ist noch ein Kackstift, aber warum ist da keine Lava? Jetzt fängt es an zu brennen. Ja, jetzt brennt's. Hammer das ist, geil. Weil das Ganze wurde ein bisschen verschoben. Also man sieht das hier, das sollte eigentlich direkt über dem Vorgis sein. Keine Ahnung, wieso das jetzt so verschoben ist. Aber das ist ja auch eigentlich egal. So, okay. Es wird übrigens nicht so sein, dass wir beide uns bekriegen werden, sondern wir halten hier stets zusammen. Aber wer den Alex kennt und wer das erste Video, also den ersten Teil gesehen hat, der weiß, dass der Alex wahrscheinlich heute keine Chance hat. Oh, und Alex, jetzt wo ich das Kind beim Namen nenne, wir haben hier schon ein Problem, weil, man hört das schon. So. Ich hab Lava gesetzt, aber das, ich hab ganz vergessen, dass es gar nichts bringt. Wenn man Lava setzt mit Singleplayer Commons, dann steht die da oben einfach irgendwie in der Luft und... Das war das, was ich dir gesagt habe, Alex. Ja. Ich hab's weggemacht. Also was hier fehlt, sind jetzt noch Marshmallows und dann könnte man hier wunderbar grillen. Das sieht ja aus wie Marshmallow-Zeugs hier. Also diese Wolle, mieser Texture-Pack. Also ich find's klasse, gefällt mir sehr gut. Sonst würde ich's nicht benutzen. Also... Ja, aber was auch gut ist, ist das Soartex... Fan war. Also das habe ich auch. Und natürlich meine Kraft. Das ist natürlich das Top, das Favorite Texture Pack. Aber Problem an der Sache ist eben zurzeit, dass das gar nicht raus ist für 1.5.2. Finde ich ein bisschen schade, aber gut, kann man nichts machen. Und das letzte Mal war es hier so, dass ich gerade noch rausgekommen bin in der Brücke. Also ich wurde dann irgendwie eingeschlossen. Du hast dich nach unten gecreeft, ne? Und du bist wie so ein feige epischer Sau. Lacker. Bist du so bei dem Notgang langgelaufen. Genau. Überall kam die Lava und die Flammen und du bist da noch so episch durch. Ey. Ja, das ist aber auch das, was man tun sollte. Wenn du einen Schleudersitz im Flugzeug hast und da benutzt du den auch, ja? Oh, ich glaube, wir haben einen Einbruch, oder? So, haben wir nicht. Mal ein bisschen roter Schimmer hier. Ja, wie gesagt, ich war sehr lange krank. Wir wollten eigentlich ein Pfingsten-Video bringen, also dieses Video hier. Aber das hat nicht geklappt, weil wir hatten viel zu tun. Wir haben Kursarbeiten geschrieben in der Oberstufe, also Leistungskurs LK, Physik, Mathe, Geschichte. Ja, und da war eh nicht viel Zeit und dann bin ich noch krank geworden und dann war das ganze Desaster perfekt. Und jetzt fängt Lava, das richtig stark an hier. Die Lava frisst sich da in die Motor, also in die, in Anführungsstrichen, Motorhaube rein. Holy shit! Hörst du das? Der Flammenwerfer, der ist beladen, meine Güte. Alex, es wird Zeit. Also ihr seht, das hat ganz harmlos angefangen und jetzt mittlerweile hat das schon so eine Schneise entwickelt hier. Wie kann das sein, dass der Flammenwerfer an ist? Also dass das geladen ist. It's time to go home. Also der feuert ins Nichts, Ento. Mich wundert, dass wir hier noch keinen Durchbruch haben. Kein Scheiß. Wir haben hier noch gar nichts. Jetzt muss ich mal schauen, was der Idiot schon wieder macht. Das ist so typisch, Alex. Jetzt ist er bestimmt gleich tot, oder? Nein, zum Glück. Oh, ich bin runtergefallen, ich Idiot. Oh, holy shit. Das ist mal wieder, ich hab's vorhin gesagt, der Alex, der macht immer einen auf Risiko. Shit. Also ich hab vorhin... Aber nein! Shit! Ist interessant, ihm zuzuhören jetzt, ne? Ach, ich muss weg. Au. Ach nein. Oh, ich wäre fast runtergefallen, ne? Auf den Boden. Ist dein Charakter so eine Voodoo-Puppe oder sowas? Warum du auch immer mitschreist? Huh? Nein. Ich bin auf dem Scheinwerfer drauf jetzt. Auf dem Scheinwerferteil vorne. Oh Mann, und ich komme da nicht mehr raus. Holy shit. Alter, ich baue Wolle ab und baue mir einen Stift. Genau, das mache ich. Das muss ich machen. Holy shit, war das knapp. Das war knapp. Oh, Mann. Wir haben einen Master-Alarm. Ich hab leider keine zweite Cam hier, weil das bei mir tierisch anfängt zu laggen dann. Wir haben den Master-Alarm jetzt aktiviert. Okay, ich bin jetzt wieder da, mehr oder weniger. Mehr oder weniger, genau so sieht's aus. Wow.
Also Alex, kein Risiko jetzt mehr, okay? Na, jetzt fängt der zweite Flammenwerfer auch noch an zu feuern. Also mich wundert es ein bisschen, dass ich hier schon Feuer höre. Das sieht ganz, ganz, ganz schlecht aus. Das sieht ganz schlecht aus. Ich hatte viel Glück, also ich bin ganz knapp an der Lava vorbeigeflogen. Oh Mann. Jetzt muss ich runter. Hallo Alex. Ist hier alles okay bei dir? Da ist alles im grünen Bereich. Oh, nee, hinter uns. Hinter uns ist alles weggebrannt. Ah, okay. Holy shit. Runter, weg da, weg da, weg da. Oh ja, ich brenne schon. Okay. Ich brenne. Oh. Also ganz ehrlich, was zum Teufel hast du gemacht? Das war das letzte Mal gar nicht so. Das letzte Mal war das anders. Das wäre auch langweilig, wenn es näher hier hingesetzt oder wie? Ja, ich musste das neu setzen, weil es war irgendwie verschoben und so und Also ich spiele hier gerade Feuerwehrmann, aber ich glaube, das bringt nicht viel. So, mal schauen, wie weit wir kommen hier, ne? Ganz ehrlich, Ento, die Brücke ist das oberste Stockwerk ist gleich erreicht da hinten. Wir müssen runter, echt, wir müssen runter. Holy shit! Endo, die Leiter brennt weg! Die Leiter brennt weg! Ich bin ja schon unten. Ich war gerade in der Leiter und dann auf einmal brennt das. Oh, aber Alex, wir haben jetzt einen Durchbruch. Man sieht hier schon, die Lampen fallen aus und es geht heute deutlich schneller als das letzte Mal. Wo denn? Ja, oh, hier. Oh, das shit, da ist Lava! Das ist Lava, mein Gott! Was zum Teufel hast du gemacht, Endo, du Hexe? Oh Mann. Ja, so schnell geht's, ne? Also so schnell ist die Lava von oben nach unten gewandert und lauert darauf, uns zu verbrennen. Oh, und jetzt ist alles tot hier. Habt ihr das gesehen, Leute? Krass. Das ist krass, so schnell geht's. Oh. Ganzes Stockwerk tot. Ja, ich hab den Lag gemerkt. Also haben wir hier einen größeren Stromausfall? Ja, das ganze obere Stockwerk ist tot. Das war eine zentrale Leitung. Haben wir die Stromrechnung nicht gezahlt, ne? Ja. Ento, du bist dafür verantwortlich. Ich gehe mal runter an die Brücke, schauen, was da los ist. Oh, Mann, da ist so viel. Alex, jetzt haben wir ein wirkliches dickes, fettes Problem. Ich gehe mal in die Brücke rein und wahrscheinlich ist die... Im ersten Obergeschoss. Ja, Stromausfall im zweiten Stockwerk jetzt auch. Was? Die Brücke, der selbst... die. Ah, selbst wir haben einen totalen Stromausfall. Also jetzt ist alles tot. Kannst du... Ich kann die Tür ist verschlossen. Die Tür ist verschlossen, kannst du die aufmachen? Ich habe hier Stromausfälle. Und jetzt höre ich Lava. Oh mein Gott, der Strom in der Brücke ist auch aus. Alex, können wir das Haupttor öffnen unten? Ich versuch's mal zu öffnen, ich guck mal, ob das funktioniert. Dann sollte jetzt... Es funktioniert noch, kein Scheiß. Es ist offen. Okay, die Anzeige funktioniert auch noch. Jetzt kam noch eben ein... Oh, und wir sind eingesperrt. Holy crap. Holy moly. Würde der Herbert, der Pervert jetzt sagen. Ja. So geil, warum denke ich da dran jetzt? Jetzt auf einmal. Die Frage ist, was sollen wir machen? Also Alex, wenn jetzt hier ein Durchbruch kommt, dann müssen wir sofort abhauen. Solange uns die Tür nicht wieder verriegelt wird unten, ist es eigentlich okay. Aber wir müssen da durch. Wir müssen da durch in den Kern. Oh shit, und das geht gar nicht mehr. Das geht gar nicht mehr. Ento, was machen wir jetzt? Mann, du weißt, dass wir hier drauf gehen, ne? Das ist hier wie in der Titanic mit dem Captain. Alex, komm mal her. Guck mal, was hier geht. Also das letzte Mal hatten wir das Problem, dass hier wurde gar nichts angezeigt. Das hat irgendwie nicht funktioniert beim Lava Run. Oh, jetzt umso stärker. Oh, und ich glaube, wir haben hier einen Durchbruch, oder? Nee, seltsamerweise gar nicht. Meine Güte, Ento, wir müssen da irgendwie durch. Das hat gar keinen Sinn. Wir können doch das Notexit benutzen. Vielleicht benutze ich das sogar. Nee, das geht gar nicht mehr. Das geht nicht mehr. Also, das ist weg. Natürlich geht das noch. Doch, das ist noch hier. Wo? Wo bist du denn? Komm mal rüber auf meine Seite. So, okay, ich glaube, es wird Zeit, uns rausspülen zu lassen. Vor allem auch, weil das immer mehr wird. Schaut mal. Okay. Also ich weiß nicht, ich will das Vorgehen nicht verlassen. Also ich bin wie der Captain, ich gehe zum Schluss raus, Ento. Außerdem sind wir eh Gegner, also stirb. Also ich habe gerade vorhin das Gegenteil gesagt. Alex, ich habe gerade vorhin das Gegenteil gesagt. Also mein
Was höre ich denn da die ganze Zeit? Es kann sein, dass uns jetzt das... Nee, das Haupttor ist doch noch offen. Es ist noch offen, Endo. Wir könnten hier raus. Wir sollten die Chance nutzen. Wo willst du raus? Leider gibt es keinen zweiten Gang. Oh, Mann. Aber wir sind hier noch ziemlich sicher. Oh, Ey, seriously? Seriously? Alles ausgefallen, alles tot. Nee, hast es eben gehört, der Alarm ging doch mal an und irgendwie auf einmal sind da alle Anzeigen aus. Oh, jetzt haben wir ein Problem. Alex, jetzt müssen wir raus, so schnell wie es geht. Los geht's. Das kann doch gar nicht sein. Alex, wir müssen raus. Ich gehe jetzt. Tschüss. Hey, du Creeper, was soll denn das? Sag mal. So, jetzt verlassen wir das sinkende Schiff, verdammte Scheiße hier. Ho. Ho! Ich muss raus, 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 raus. Du bist so ein Arschloch, kein Scheiß. Ey, Alex, das... Und das, ey, warte mal. Das ist überhaupt Wasser? Das ist kein Wasser, mein Gott. Warte mal, ich mach das. Das war, weil das Wasser entfernt wurde. Und hör doch auf damit, komm. Du hast doch eh keine Chance. Ey, über uns ist Luft. Über uns ist freier Himmel, mein Gott. So, warte mal. Game Mode. Weg, raus. Oh. Nein. Also es ist eigentlich hier noch ganz intakt. Jetzt gehen wir mal schnell rein hier. Das ist natürlich zu. So ein Mist. Ah, die Tür ist auf. Gut. Warte mal. Ich mach frei. Ich glaube, über uns ist Lava. Sag mal, wie kann das denn sein? Das ist ein totaler Defekt. Weißt du das? Das kriegen wir niemals frei. Ah. Wow, was ist denn jetzt los? Ich weiß es nicht. Warte mal. Ho. Warte mal, ich kann da was machen. Also wir bräuchten echt einen Mechaniker hier jetzt, Endo. Also das Teil würde nicht mehr über den TÜV gehen. Oh, ich bin oben. Ich bin hier oben drin. Aber und was sieht man? Wie hast du das denn geschafft? Aber wie kann das sein? Wieso hast du Leitern auf einmal? Ich hab die getroppt. Also ich hab die aufgehoben. Ja. Oh. Oh, also hier ist nichts mehr da. Schade. Dabei wollte ich doch noch in den Kern. Vielleicht komme ich da rein irgendwie noch. Also ich glaube, der Kern ist nimmer da, Alex. Shit. Tschüss, Ento. au. Ah, weg. Shit. Jetzt bin ich der Mogel, aber wir waren ja auch schon draußen. Also bist du tot? Da. Nö. Ich bin auch nicht tot, aber ich glaube, ich bin's bald. Ach nein, ich bin eingeschlossen. Ich weiß nicht mal, wo ich bin. So, jetzt mache ich Lockvogel-Taktik hier. Och nö, der Eingang ist zu. Der Eingang ist... ist er noch nicht. Hä? Hey, wo bin ich denn hier? Lol. Okay. Ich habe auch gedacht, das wäre der Ausgang. Ja, und das Ganze brennt jetzt von innen. Oh, und jetzt ist die Tür zugegangen. Boah, das war knapp dann, ne? Das hatte echt symbolischer Wert eben. Kopfschüttel. Ja, der Alex ist halt ein kleiner Schwachkopf, ne? Ach, nein, geh weg. Oh, du scheiß Cheater-Noob. Boah, ja, sehr spektakulär. Ich kann den Game immer ändern. Also mir hat das sehr gut gefallen. Oh, auf jeden Fall. Und vor allem, das ging so schnell. Das ging unglaublich schnell. Ich weiß noch, das letzte Mal, das hat lange gedauert. Vielleicht hat Mojang da auch die Engine irgendwie geändert, was das Brennen angeht. Ich schaue jetzt mal ganz kurz nach, wo die Brücke war. Kann ja alles sein. Wo war die denn? Die muss hier sein, ne? Die Brücke ist ziemlich... Ja, die Brücke, die ist... ja, die hat ihre beste Zeit hinter sich gebracht, auf jeden Fall. Moment, jetzt muss ich auch mal schauen, wo die ist. Ich hab... Die ist hier bei mir. Ach so, ja, genau, hier. Ja, hier ist ja noch ein, Ne, da muss hier unten drunter sein.
Jedenfalls, also man sieht, das ist die Brücke hier. Es geht sogar noch eine Lampe. Ernsthaft? Nein, Spaß beiseite. Also die leuchtet noch, aber das ist mehr Zufall als alles andere, ne? Ah ja, da. Ey, echt, das ist geil. Leider geil. Also, was mich jetzt wundert, ist, dass hier noch ein Weg halbwegs unversehrt geblieben ist. Man sieht, dass sogar noch teilweise die Deckenstruktur vorhanden. Und da drüben sieht das sogar anscheinend... Ah, nee, das war eine optische Täuschung. Obwohl, eigentlich sieht es hier genauso gut aus. Also, wenn man sich das hier anschaut, wie das aussieht hier. Ja. Krass. Krass. Also, hat mir richtig gut gefallen. Mir auch, echt. Ich persönlich, ich freue mich natürlich dann auch tierisch drauf, wenn wir das machen beim WoW V6. Ich hoffe, dass der nächste Lava Run da auch dann sein wird im V6. Ich muss aber auch anmerken, dass das V6 nicht mal halb so groß ist, also nicht mal halb so groß sein wird, genau, wie das V5. Und es wird ein kleines Walkier wieder, ne? Also es wird wieder klein, das bedeutet, es ist regelkonform, sage ich jetzt mal. Das heißt, es wird den neuen Regeln angepasst. Das V5 war ja eher so ein Experiment, inwieweit, wie weit man da noch gehen kann, wie groß man das bauen kann, bevor es dann irgendwann doof wird. Und beim WoW V5 wurde es doof während dem Bau. Also ihr wisst gar nicht, was das für Arbeit war. Und deshalb auch wegen der Größenordnung und so, weil das halt so groß ist wie die, also noch größer wie die WGL Arena, also als die WGL Arena, wird es auf jeden Fall wieder kleiner sein, ne? Also das ist auf jeden Fall das, was wir uns vorgenommen haben und, ja, es bedeutet ja nicht, dass es schlechter wird, ja. Und ja, ansonsten, was gibt's noch zu sagen? Ja, was gibt's noch zu sagen, Endo? Das ging sehr, sehr flott. Ich frage mich das immer noch, wie das sein kann, dass das hier so schnell geht. Was da Differenzen möglich sind, das hätte ich, um ehrlich zu sein, hätte ich das nicht gedacht. Wenn ich das letzte Mal, also ich glaube, wir waren da beim letzten Mal irgendwie knapp eine halbe Stunde drin oder so, bis es dann richtig losging. Wenn ich mir das so anschaue, ist es genauso wie das letzte Mal. Also ich verstehe auch nicht, warum das schneller ging. Vielleicht hat er wirklich Mojang was von der Engine geändert, das kann oder, sein. Oder Herobrine hat nachgeholfen. Oder die haben ja den Herobrine Mod drauf. Genau, ja, auf jeden Fall. Nee, Spaß. Ah, das hättest du nicht auflösen müssen, Alex. Nee, aber den könnten wir auch mal spielen. Genau, das wäre ein geiles Mod-Let's Play, auf jeden Fall. Habe ich schon mal gemacht, das war im April 2012 oder so. Da hat uns noch keiner gekannt und so. Und ja, ich hatte da auch wirklich ein paar Probleme, das einzustellen und so. Und habe ich es gelassen. Ah, ich habe einen Beinkrampf. Ach. Ansonsten, das wäre ein anderes Thema. Wir hoffen, euch hat es gefallen. Ihr hattet euren Spaß, genauso wie wir auch. Wenn ihr einen weiteren Teil haben wollt, also ein Part 3, dann schreibt das am besten in die Kommentare. Vielleicht kann man das sogar noch steigern, indem wir hingehen und ersetzen zum Beispiel die Stone Slabs, also die den Boden hier kennzeichnen. Vielleicht werden die dann ersetzt durch Holz und so weiter und so fort. Also, dass man das noch ein bisschen steigern kann. Aber viel Spielraum ist da nicht mehr. Und ja, dann schreibt das in die Kommentare, gebt ein Like auf das Video, wenn es euch gefallen hat. Ihr könnt das Ganze downloaden und selber ausprobieren. Und dann verabschieden wir uns und sagen Tschüss, bis zu einem anderen Video. Ciao. Ciao.